Hallöchen zusammen, zum nächsten Part, Oblivion. Wir sind hier immer noch in dieser Höhle, die wir das letzte Mal entdeckt haben, irgendwie Belda oder sowas hieß die. Ist ja eigentlich auch egal, wie die hieß. Wir chillen uns hier erstmal so hin. Und dann, ja, ne, chillen wir hier so den nächsten Part, ne. Warum auch nicht, ne. Ne, okay, wir gehen mal weiter. Ich hatte hier noch einen Schalter entdeckt. Keine Ahnung, ob der irgendeine Bedeutung hat. Ich benutze ihn einfach mal. Ich habe hier irgendwas gehört, aber ich habe nicht gesehen, was der gemacht hat. Finde ich das jetzt gut oder finde ich das jetzt schlecht? Ah, warte mal. Der hat das, glaube ich, gemacht, ne? Der hat das, glaube ich, hier. Wilkinsteinkäfig. Ein Werlerstein. Alter, gibt der Geld. Her damit. Naja, gehen wir mal weiter. Keine Ahnung, ob das jetzt irgendeine Bedeutung hatte oder nicht. Who cares? Ich gehe einfach mal weiter. Wie schon gesagt. Und da leuchtet ein Feuer. Da scheiße, hier sind Leute. Wo seid ihr? Sag ich doch. Das sind Leute. Was? Bums! Friss den Pfeil! Oh ja, dann beschwör gleich erstmal einen Typen. Ist klar, Junge, ist klar. So, komm hierher. Ey, Alter, antanzen. Nee, Alter, das ist nicht cool. Alter, ey, sag mal, hör doch mal auf wegzulaufen, du Schwuchtel. Das ist total... Drei Leute, ey, übertreib gleich, ey. Bums. Siehst du, da hast du keine Chance, hast du. Du hast keine Chance. So, komm hierher. Du bist auch noch so eine Schwuchtel, ne? Gib's zu. Wieso laufen die alle weg? Haben die alle Angst oder was? So, Trank. Ganz so viele Tränke. Ja, schön. Mensch, 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 Mensch. Wilkinstein. Ganz viele davon. Kann ich mir mal alle mitnehmen. So, hier ist noch ein Typ. Hat einen Trank. Und du hast bestimmt auch noch irgendwas. Ein Stahlpfeil. Okay, das war's wohl. Gut, nehme ich die mir mal alle mit. Her damit. Ihr seid zu schwer belastet. Super. Was kann ich denn da lassen? Was irgendwie eine Menge wiegt und möglichst kein Geld einbringt. Diese Stahlachse, die wiegt ziemlich viel und naja. Ist kein Platz, Junge. Ist klar, ich gebe dir gleich keinen Platz. So, bitte. So, ich glaube aber, dass wir das sinnvoller machen sollten und nicht so viele von diesen dämlichen Steinen aufsammeln sollten, vielleicht. Kleiner Seelenstein. Hm. Die nehme ich mit. Und ja, würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal weiter hier in der Höhle, ich meine. Ne, da wird noch genug geben und so. Also, hier da durch diese Tür war das. Hier durch. Ja, sieht richtig aus. Gut, dann gehen wir mal einfach. Kommen wir jetzt bestimmt auch langsam wieder aus diesem... Nö, ist hier noch... Hier ist noch eine Kammer. Na super. Boah, Alter, so einen Dietrich habe ich nicht. Das kannst du gleich vergessen. Trank des Wassers im Unterwasserlaufen für 30 Sekunden. Das klingt interessant und so viel wiegt das nicht. Will ich mal ausprobieren. Ein bisschen heilen will ich mich auch mal nebenbei. Und ja, da haben wir die Höhle wohl schon, ja, fertig, sage ich mal. Ich meine hier, ja, hier waren wir ja, das sagte ich ja schon. Mach mal auf die Tür. Brav machst du das. So, hier lang? Jo, sieht richtig aus. Perfekt. Und dann hier raus. Ja, sehr schön. Wie gesagt, haben wir die Höhle erledigt. Ich heile mich mal nebenbei auf und dann können wir uns weitermachen. In Richtung, ja, geheimer Bruderschaft, ne? Bin ich mal gespannt. So, das Herzland. Oho, das Herzchenland. So, Belda haben wir dann fertig. Und können weitergehen. Wie gesagt, ne? So, Bereich wird geladen. Nee. So,
So, ich laufe einfach querfeldein, würde ich sagen. Das ist eine Stadt. Was ist das für eine Stadt? Will ich gucken. Lass mich gucken. Chaedinal. Ich habe noch ein Dingsschwert, das würde ich gerne verkaufen. Also würde ich sagen, gehen wir einmal dahin, ne? Komm, wir gehen einmal nach Chaedinal. Verkaufen Zeug, das wir vielleicht nicht gerade brauchen oder sowas. Also, komm. Gehen wir einmal rüber. Und dann können wir den danach ja wieder zurückgehen. Mein Gott. Who cares? Ist ja nicht so schlimm, denke ich mal. Ne? Also, einmal rüber da. Und einmal total den Abhang hier runter. Wow, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Beruhig dich mal, PC. Mach hin, ey. Ja. So, wie gesagt, einmal rüber da. Und, ja. Preis wird geladen. Da, da ist ein Drache. Oder so. Alter, das war nicht nett. Das war gar nicht nett. Kobold bist du. Koboldgalle. Komm, nee. Das nehme ich nicht mit. Da habe ich keine Lust drauf. Kostet viel zu viel Gewicht und alles. Nee, das kannst du vergessen. So, da. Da ist noch irgendwas. Es geht viel zu weit in die Richtung schon wieder. Nee. Ich gehe in die Richtung. Irgendwo in die Richtung ist Chaedinal. Und da will ich jetzt hin. So, also, Leute. Da geht's hin. Schon wieder Bereich wird geladen. Alter, mein PC ist manchmal so lahm. Gut, das ist jetzt wahrscheinlich wegen der Aufnahme und so. Naja. Okay, weiter geht's. Hier durch. Ich höre Zeug. Nee. Total uncool. Doof. So, was ist das denn da? Nö, da bin ich jetzt schon fast oder was? Schwarzufer. Schwarzufer. Genau, Leon, du kannst auch voll gut noch reden. Ich weiß. Ich stolper hier so voll durch den Wald, der aber irgendwie total nett aussieht. So voll die Kirchblüten oder was sind das? Das sind so voll die Bäume, ne? Ist klar. Bäume sind toll, das wisst ihr ja alle, hoffe ich. Ja, das sollen wohl Kirschen darstellen. Sage ich jetzt mal einfach so. Mein Vater ist ja Gärtner, also von daher weiß ich, dass das ist eindeutig eine Kirsche. Ne? Würde ich jetzt einfach so sagen, wegen den weißen Blüten. Würde ich jetzt einfach raten. Komm. Mensch, hältst du viel aus. Ein Wolfsfell. Boah, Alter, was ist hier los? Geht doch. Nee, geht gar nicht. Mein PC hat wieder irgendwelche Spacken. Yippie, yay. Naja, wir sind gleich in Chaedinal. Also von daher, komm. Komm, noch ein Hund. Da gibt's erstmal eiskalt aufs Maul. Naja, weiter geht's. Meine Fresse, ey. Ihr Hundis, ihr nervt schon ein bisschen, das wisst ihr aber, oder? Ne? Gut. Haben wir das ja geklärt, Mensch. Blöde Hundis. So, da ist dann Chaedinal. Da ist dieses komische Schwarzuferstelle-Dingsbums da. Hallo, Pferd. Was ich mich gerade frage. Alter, was ist hier mit dem PC los? Hallo? Der erzählt mir gerade, der hat 8 FPS in der Aufnahme. Willst du mir... Alter? Hallo? Gescheckes Pferd. Das ist nicht mein Pferd. Alter, was hat der für Spasten hier? Jetzt sind es wieder 30, obwohl ich nichts eigentlich geändert habe. Gar nichts. Alter, du bist doch bekifft oder so. Nee, geht gar nicht. Schön, dass man auf dieser hässlichen Textur so viel erkennt, ne? Irgendwas mit Black... Black Waterside Stables werden es wohl sein. Naja, gut, wir gehen hier mal rein. Chaedinal Vestor. Einfach mal rein hier. Hallöchen da drinne, wie geht's euch so? Priester und Heiler in den Kapellen verkaufen Zaubersprüche aus der Schule der Wiederherstellung. Außerdem bieten sie einige weitere ausgesuchte Zaubersprüche aus anderen Schulen an, die der Menschheit nützen. Ah, ja, ist klar.
Dann ist ja super. Du nach dem Zeichen des Kriegers geborenen besitzen erhöhte Stärke. Ja, das dachte ich mir. Da gehöre ich ja, glaube ich, zu, ne? Hätten wir das mal geklärt, ne? Hallo, wie Typ. Wie geht es euch? Super, und selbst? Dann nicht. Warte mal, wo kann ich pennen? Anliegen vor. Wo kann ich pennen? Anweisungen. Was sucht ihr? Wo kann ich schlafen? Beide Gasthäuser liegen beim Westtor. Ah, super, da bin ich gerade. Auch ihr. Ja, was auch immer ich gesagt habe. Das sieht nach einem Dings aus. Da steht eine Herberge zur Brücke. Ein Neuling im Schleichen erhält beim schleichenden Angriff keinen entscheidenden Schadensbonus. Oh nein! Bei Neulingen können wir ja uns wohl kaum mehr nennen. Ich meine, so erfahren wie wir dabei mittlerweile sind, da... Komm, ey. So, Evil Pen. Jo, was geht? Jederzeit. Gerne Ancharia, Wirtin der Herberge zur Chardinalbrücke. Wir bieten ehrenwerten Personen in der Gemeinde Chardinal Betten und Mahlzeiten an. Ah, super. Ich will ein Bettchen. Oh ja, ich habe eine fantastische Kammer frei. Für nur 40 Goldstücke die Nacht. Habt ihr Interesse? Ich weiß gar nicht, wie teuer das bei den anderen war. Egal, ich habe genug Geld. Die Kammer ist eine Etage höher, am Westende des Gangs. Schlaft gut. Am Westende des Dings, wie auch immer. Okay, Brücke hoch, genau. Ich gehe die Brücke hoch, ist klar. So, am Westende des Ganges. Was ist das hier? Das geht zum Keller. Also ich gehe jetzt mal einfach davon aus. Irgendwie erinnert mich das an eine Szene in Morrowind. Irgendwie erinnert mich das in der ersten oder zweiten Stadt, in der man in Morrowind ankommt. An eine Herberge oder sowas da. Oder allgemein an die Stadt. Irgendwie. Keine Ahnung, wie ich darauf jetzt gerade komme. Irgendwie erinnert es mich daran. Ob ich Morrowind mache nach Dings, das weiß ich selbst noch nicht. Also wenn ihr da jetzt schon fragen wollt, ich weiß es nicht. So, machen wir mal hier. 5 Stunden sollte gehen und so. Ich habe jetzt das richtige Bett genommen, ey. Blick ich ja sowieso nicht, ne? Naja. Komm, hier mal raus. Komm, mach zu. Sehr schön. Wie gesagt, keine Ahnung, ne? So, dann würde ich gerne noch mal was verkaufen. Also fragen wir da wieder irgendeine dämliche Wache, weil wir ja, ne? Wie auch immer. So, hallo Typ. Was geht? Hört ihr, Leute, und lasst euch sagen, die Uhr hat 10 geschlagen. Wie geht es euch, Herr? Was bist du denn für ein Kranker? Was auch immer. Was sucht ihr? Mein Gott, wo sind die Dienste? Miet... Buchladen und Händler befinden sich westlich des Flusses beim Westtor. Super. Auf Wiedersehen. Okay, das sind wohl die beiden Dings. Hört und lasst euch sagen, ich bin ein Vollidiot. Mein Gott. Die Stadt, die sieht aber toll aus. Die gefällt mir. Oh, richtig schön. Der Marschreiter. Das andere sah jetzt nicht gerade nach Dings aus. Das ist der Buchladen, das ist der Gemischtwaren. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Keine Ahnung, grafischen Cole, Anvil, Quatsch und Skingrad bilden das Herzland des westlichen Zivodil, die Region namens Kolovia. Ist klar, Mensch, Leute. Doch, das sieht nach einer Schmiede aus. Und der Marschreiter verkauft und repariert Waffen und Rüstungen. Kann ich euch helfen? Ich bin Tertia Viduzia. Rüstung, Waffen, ich habe, was euer Herz begehrt. Wie kann ich euch behilflich sein? Das will ich verkaufen, ja. Silberpfeil, Eisenpfeil, nö, das sieht sonst alles. Warte mal, ich sortiere das mal ein bisschen. Warte, da sind meine Pfeile, Bogen, Dings, nee, da will ich nichts verkaufen. Da will ich auch nichts verkaufen. Auch nichts. Das will ich verkaufen, ja. Das ist mehr, als ich für... Okay. Das will ich auch verkaufen. Das ganzen Seelensteine, die brauche ich auch nicht. Exzellentes. Das sind ja, glaube ich, irgendwas für Magier oder das klingt nach einem angemessenen Preis. Jo, okay.
Unreine Perle brauche ich auch nicht. Wolfsfell auch nicht. Ja. Gott, und ich überziehe den Part ohne Ende. Aber egal. Was hast du denn? Stahlhandschuhe. Stahlhandschuhe habe ich schon. Kapitän Kordansäbel. Naja, da wird das Geld wohl nicht reichen. Doof. Mehr hast du nicht. Gut. Vielen Dank, dass ihr... Ja, ja, kein Problem. Habe ich gerne gemacht. So. Ich würde sagen, ich beende diesen Part hier in dieser schönen Stadt. Die gucken wir uns, würde ich sagen, im nächsten Part nochmal ein bisschen an, bevor wir dann in Richtung Dings, Bums, da, Dings gehen, wie auch immer. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.